Also, wie gesagt, werde ich heute über die Sinnesverarbeitung Wir sind eine Klinik, die mit 12-Jährigen und Älteren zusammenarbeitet. Wir haben mehrere Therapeuten, wir haben viele Krankenschwestern und Krankenpfleger, die sich um die Patienten direkt kümmern. Unsere Klinik bietet verschiedene Möglichkeiten an. Wir arbeiten alle in einem Team zusammen und das ist sehr wichtig bei uns. Das wurde eben bereits gesagt, aber ein kleiner Disclaimer. Diese Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken. Heute sprechen wir über die Sinnesverarbeitung und wie diese Menschen mit Down-Syndrom beeinflussen kann. Ich werde Ihnen praktische Strategien an die Hand geben und über Hilfsmittel sprechen und auch einige Fallbeispiele präsentieren. Also zunächst einmal möchte ich über unser Sinnessystem sprechen. Ich möchte, dass Sie sich Ihr Sinnessystem wie eine elektrische Leitung vorstellen. Hier sehen Sie, dass alles gut miteinander verbunden ist und das Licht leuchtet. Ich möchte Sie warnen, auf der nächsten Seite werden Sie ein flackerndes Licht sehen. Sollten Sie lichtempfindlich sein, schauen Sie bitte weg. Wenn es einen Riss im Kabel gibt, kann das zum Flackern führen im Licht. Manchmal hat unser zentrales Nervensystem einen solchen Riss und dies führt dazu, dass es Probleme darin gibt. Wir wissen manchmal nicht, was diesen Riss hervorruft oder wie wir dies beheben können. Und wenn die Verarbeitung gestört wird, kann unser Hirn nicht seine Hauptaufgabe erfüllen, nämlich die Übermittlung von Informationen. Also, für alle, die weggeschaut haben, wir sind jetzt auf der nächsten Seite. Wenn es also einen Riss in unserem Nervensystem gibt, kann dies Einfluss auf unseren Tast-, Seh-, Geruchs-, Hör- oder Geschmackssinn haben. Wir sind überempfindlich oder auch unterempfindlich. Und manchmal werden Informationen falsch aufgefasst. Und das kann unser Verhalten verändern, dass wir uns zum Beispiel unwohl fühlen, Ausbrüche haben, aggressives Verhalten vorlegen. Wir fangen an, Dinge zu beschädigen, hören nicht zu, rasten aus, weinen, werden langsamer oder schotten uns komplett ab. Und manche Menschen denken, dass diese Person all dies extra macht oder unhöflich ist, obwohl dies mit einer Störung der Sinnesverarbeitung zu tun haben kann, weil die Informationen vom Hirn nicht mehr richtig in den Rest des Körpers gesendet werden können. Ähnlich hat dies mit Angstzuständen zu tun oder Selbstgespräch. Es kann zu Zwangsverhalten führen. Es kann sich so anfühlen, als ob wir ein Feuerwerk in uns haben und wir wissen nicht, wie wir das stoppen können. Das Feuerwerk verhindert, dass unser Hirn die Information richtig übermitteln kann. Angstfördernde Situationen, die wir oftmals hören, sind zum Beispiel Blutabnahme, Besuche beim Zahnarzt oder beim Friseur, Nägel schneiden. Viele haben Probleme mit Veränderungen in der Routine oder Übergänge. Es ist wichtig zu wissen, dass besondere Strategien vor solchen Situationen dazu helfen kann, die Toleranz zu erhöhen. Menschen mit Down-Syndrom haben auch manchmal ein zwanghaftes Verhalten, was sie langsamer werden lässt. Und gewisse Strategien können dabei helfen, dieses Verhalten zu minimieren und den Riss unter Kontrolle zu bekommen.
ohne dass dieses zwanghafte Verhalten fortgeführt wird. Man kann sich seinen Körper auch wie eine Wippe vorstellen und das Sinnessystem. Manchmal, wenn wir überempfindlich sind, sind wir oben auf der Wippe und manchmal sind wir unterempfänglich und sind dann unten. Aber wenn wir diese Wippe ausgleichen, ist das gut. Und das ist unser Ziel, diese Wippe auszubalancieren. Also es gibt verschiedene Fragen, die wir uns stellen sollten, um herauszufinden, ob es eine Störung der Sinnesverarbeitung ist. Die erste Frage ist, hat das Verhalten der Person einen Einfluss auf ihr Leben? Zum Beispiel müssen sie und ihre Lieben bestimmte Orte meiden, aufgrund von Geräuschen, Menschen oder Gerüchen, zum Beispiel Restaurants, weil die Person mit Down-Syndrom sich unwohl fühlen oder Angst davor haben, vor Geräuschen haben. Also vermeidet man solche Orte. Man kann nicht in Turnhallen zu Sportveranstaltungen gehen, weil es dort so laut ist. Also wenn die Antwort auf diese Frage ja ist, dass sie bestimmte Orte vermeiden müssen und dies einen Einfluss auf ihren Alltag hat, dann könnte dies durchaus eine Störung der Sinnesverarbeitung sein. Die zweite Frage ist, verhält sich die Person mit allen Menschen so? Wenn die Antwort darauf ja ist, dann könnte dies auch eine Störung der Sinnesverarbeitung sein. Wenn es nur bei den Eltern passiert oder in der Schule und nicht zu Hause, dann könnte dies ein individuelles Problem sein. Aber wenn dies mit allen Menschen auftritt, dann könnte es eine solche Störung sein. Die dritte Frage ist, stoppt die Person mit dem Verhalten, wenn sie eine Belohnung erhält? Wenn die Person einen Ausbruch hat, weil sie etwas zum Beispiel nicht bekommt, dann hilft es nicht, diese Person zu belohnen oder ihr eins ausschalten kann und es nur mit bestimmten Personen so ist, dann ist das vielleicht ein individuelles Problem. Aber wenn es immer auftritt mit allen Personen, dann könnte es durchaus eine Störung der Sinnesverarbeitung sein. Also es ist wichtig zu wissen, was eine Störung in der Sinnesverarbeitung ist. Es handelt sich hierbei um einen Überbegriff für verschiedene neurologische Störungen. Hierbei gibt es eine Störung bei der Informationslieferung durch unsere Sinne. Es ist wichtig zu wissen, dass dies das Verhalten der Betroffenen und der Familien beeinflusst. Manchmal verstehen Menschen diese Störung aber nicht und es wird falsch diagnostiziert, zum Beispiel als Essstörung, als Angststörung, als ADHS, als bipolare Störung, als Zwangsstörung oder Autismus. Und oftmals wird sie als eine solcher Störungen missverstanden und falsch diagnostiziert und die falsche Behandlungsform wird genutzt. Aber es ist möglich, dass Menschen mit Down-Syndrom und einer solchen Störung der Sinnesverarbeitung trotzdem mit einer dieser anderen Störungen diagnostiziert werden kann. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die Störung der Sinnesverarbeitung nachgeschaut werden muss. Wenn die Behandlung dieser anderen Störungen nicht anschlägt, dann sollte man durchaus weiterschauen. Und viele von uns haben tatsächlich verschiedene Sinnesverarbeitungsprobleme. Aber das bedeutet nicht, dass wir diese Störung auch haben. Noch einmal, wenn dies zu einem Problem im Alltag wird, dann könnte es eine Störung der Sinnesverarbeitung sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in europäischen Ländern ist, aber hier in Amerika diagnostizieren Ärzte nicht wirklich diese Störung. Aber das bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt. Ich werde Ihnen in den nächsten Seiten zeigen, wie schwierig es ist,
für Beschäftigungstherapeuten, dies deutlich zu machen. Oftmals diagnostiziert der Arzt diese Störung nicht, aber das bedeutet nicht, dass sie hier nicht vorliegt. Und ich sage oftmals gerne, dass wenn wir diese Störung der Sinnesverarbeitung haben oder dieses Problem, dann fühlt es sich so an, als ob Ameisen über einen laufen oder ein Feuerwerk in unserem Körper stattfindet. Ich zum Beispiel kann keine Orangen essen. Ich kann sie essen, aber es fühlt sich wirklich wie ein Feuerwerk in meinem Körper an. Also versuche ich sie wirklich zu vermeiden. Aber stellen Sie sich vor, dass Ihr Familienmitglied sehr empfindlich ist, was bestimmte Geräusche angeht, aber man weiß nicht, welche. Und man kann sie auch nicht vorahnen oder ist sehr lichtempfindlich. Und all diese Dinge können zu einem Feuerwerk bei dieser Person führen. Also es ist wichtig, dass wir die Umgebung verstehen und die Trigger ausfindig machen. Es hilft auch, wenn sie uns sagen, was das Problem ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das wissen, aber es gibt insgesamt 8 Sinne. Es gibt die 5, die wir üblicherweise kennen. Der Tast-, Seh-, Geruchs-, Hör- und Geschmackssinn. Und das sind unsere Fernsinne. Aber es gibt auch 3 Nahsinne. Einmal der vestibuläre Sinn, der uns dabei hilft, zu sitzen oder zu stehen und sagt, wann wir uns hinlegen sollen oder wann wir hinfallen. Dann gibt es den propriozeptiven Sinn, der uns über die Stellung unseres Körpers sagt, wie wir unsere Arme und Beine bewegen, wie viel Druck wir benutzen. Und dann gibt es noch den interozeptiven Sinn. Dieser gibt uns Informationen über das Innere unseres Körpers, zum Beispiel unseren Blutdruck, ob wir hungrig oder durstig sind, ob wir auf die Toilette gehen müssen oder wie wir verdauen. Also viele dieser Dinge kontrollieren wir nicht im interozeptiven Sinn. Wir werden über diese etwas später weitersprechen. Es gibt übliche Sinnesdefizite bei Menschen mit Down-Syndrom. Im Tasten zum Beispiel. Manchmal mögen sie bestimmte Stoffe nicht, Creme auf der Haut nicht, das Zähneputzen oder das Gefühl von Wasser auf dem Gesicht. Und das macht das Pflegen des eigenen Körpers sehr schwierig. Beim Hörsinn kann es sein, dass sie ihre eigene Musik sehr gerne laut mögen, aber keine anderen Geräusche, zum Beispiel wenn Babys schreien, Hunde bellen oder Sirenen losgehen. Menschen mit Down-Syndrom sind auch manchmal langsamer im Verarbeiten von Geräuschen. Es dauert manchmal länger zu verarbeiten, was passiert. Und Menschen mit Down-Syndrom neigen auch dazu, dass sie manchmal nicht richtig hören. Was den Sehsinn anbelangt, kann es sein, dass die Betroffenen eine schlechte Tiefeneinschätzung haben, was das Treppensteigen und unebene Oberflächen problematisch macht. Beim Geschmackssinn ist es so, dass es Menschen gibt, die sehr wählerisch sind beim Essen und manche Lebensmittel vermeiden und die Textur davon nicht mögen. Sie mögen zum Beispiel nur weiches Essen, kein hartes Essen. Oder dass sie bestimmte Farben beim Essen mögen. Was den propriozeptiven Sinn anbelangt, essen sie manchmal sehr schnell. Dieser sagt uns, wie gesagt, noch einmal über die Stellung unseres Körpers. Wenn man den Betroffenen also kleine Stücke an Essen gibt, dann fühlen sie das oftmals nicht und fangen an, ihren Mund mit Essen vollzustopfen und merken dann erst, dass sie etwas in ihrem Mund haben. Sie haben außerdem ein Problem damit, ihre Kraft einzustellen. Sie halten zum Beispiel den Stift zu leicht und können nicht richtig schreiben oder umarmen
andere Menschen zu fest. Das ist ein Sinnesdefizit. Bei dem interozeptiven Sinn ist es so, dass viele Betroffene keinen Durst verspüren und zu wenig trinken oder kein Sättigungsgefühl haben. Sie möchten konstant noch mehr essen. Probleme mit dem Toilettentraining in den ersten Jahren können auch auftreten und manche haben auch eine sehr hohe Schmerzgrenze. Dies hier ist eine kurze Zusammenfassung. Die üblichen Auffälligkeiten sind, wenn die Person sich schlecht beruhigen kann, auch nachdem sie das bekommen hat, was sie möchte, dann kann dies zu einer Störung der Sinnesverarbeitung hinweisen, auch wenn sie mit allen Menschen so ist. Es gibt verschiedene Tricks, die man anbinden kann. Man kann Sinnesanreize in regelmäßigen Abständen schaffen, eine positive Auszeit an einem ruhigen Ort einführen. Aber es ist auch wichtig, dass man die Trigger ausfindig macht und herausfindet, wie man diese vermeiden kann oder anpassen kann. So then the question becomes, who can help? Die Frage ist also, wer dabei helfen kann. Beschäftigungstherapie ist eine Therapie, die dabei hilft, dass Menschen in ihrer Rolle funktionieren und bedeutsame Tätigkeiten durchführen können. Eine Beschäftigung ist alles, was man im Alltag machen kann, also alles zwischen dem Aufstehen und dem Schlafengehen. Bei all dem kann ich hilfreich sein und helfen. Das Sinnessystem ist häufig an diesen Aufgaben beteiligt und deshalb kann die Beschäftigungstherapie auch dabei helfen. Zunächst wird untersucht, was die Person einschränkt, an bestimmten Aufgaben oder Aktivitäten teilzunehmen. Nicht alle Beschäftigungstherapeuten arbeiten auch mit Menschen mit Störungen der Sinnesverarbeitung. Wir kennen diese Möglichkeiten zwar, aber manchmal fühlen sich die Therapeuten nicht wohl, damit zu arbeiten. Vor allem, wenn es um Kinder geht, arbeiten wir viel mit diesem Thema. Aber wenn es darum geht, mit älteren Menschen zu arbeiten, dann wird es schwierig, Therapeuten zu finden. Ich bin mir nicht sicher, wie es in Europa ist. Aber in den USA arbeiten viele Menschen, die mit Erwachsenen arbeiten, nicht unbedingt mit Menschen, die eine Störung der Entwicklung haben. Es ist also manchmal schwierig, jemanden zu finden, der auch zum Beispiel mit Down-Syndrom arbeitet. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, um diese Störung der Sinnesverarbeitung zu diagnostizieren, aber oft kooperieren Menschen mit Down-Syndrom nicht. Es kann sein, dass es einen Fragebogen gibt, den dann die Eltern ausfüllen, aber eigentlich müsste ein Therapeut sein eigenes Urteilsvermögen anwenden und ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Über die Beurteilungen würde ich heute lieber nicht sprechen, weil es in den einzelnen Ländern wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse befindet sich am Ende des Vortrags. Was macht ein Beschäftigungstherapeut also, wenn es um Sinnesverarbeitung geht? Oft sollte man sich eine direkte Therapiestelle suchen, die ambulant ist. Das kommt aber auch immer auf das Land an. Wenn wir über diese Behandlungen sprechen und verschiedene Hilfsmittel oder Anpassungen, dann, wenn Sie sehen, dass es in der Schule ganz einfach ist, die Umgebung anzupassen, vor allem, weil es weniger Ressourcen gibt und weniger Zeit,
Aber was ein Beschäftigungstherapeut anbietet, ist ein Behandlungsplan. Oft geht es darum, auszuprobieren, was für eine Person am besten funktioniert. Nur weil eine Therapie für eine Person sehr gut funktioniert, heißt es nicht, dass das für alle so ist. Sie wissen alle, dass die Freunde von verschiedenen Familien Geschichten erzählen, was für sie funktioniert. Eine Gewichtsdecke zum Beispiel, aber für ihr Kind funktioniert es nicht, weil die Decke zu leicht ist, zu schwer oder weil es einfach nicht die richtige Art an Therapie ist. Man muss es also für jede Person ausprobieren. In der Arbeit oder in der Schule kann man also Anpassungen vornehmen. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Arbeit in der Therapie. Und es ist sehr wichtig, sich um diese Problematik zu kümmern, denn normalerweise gehen diese Probleme nicht von selbst weg, auch nicht, wenn die Kinder älter werden. Ich zum Beispiel, ich vermeide einfach immer noch Orangen und das macht mein Leben viel einfacher. Aber wenn Sie bedenken, dass es sich um eine andere Störung handelt, dann wäre ich nicht in der Lage, das immer zu vermeiden und ich könnte nicht lernen und ich werde immer überwältigt von diesem Gefühl der Orange. Deshalb ist es wichtig, eine Therapie zu machen. Es gibt nicht sehr viel Forschung, was die Sinnesverarbeitung angeht, weil es sehr individuell ist. Aber es gibt Studien zu diesem Thema. In akuten psychiatrischen Einrichtungen haben sich sensorische Strategien als wirksam erwiesen, eine fördernde Umgebung und einen Raum für die Selbstorganisation der Patienten zu schaffen, sodass sich die Wippe ausbalanciert. In einer systematischen Arbeit kam man zu dem Schluss, dass ein sensorisch-integrativer Ansatz zu positiven Ergebnissen führt im Vergleich zu Patienten, die keine Behandlung bekommen. Und Kinder mit Down-Syndrom neigen eher zu einer geringeren sensorischen Reaktionsfähigkeit und sie suchen nach sensorischen Eindrücken. Sie reagieren nicht ganz so stark auf Einflüsse oder es dauert länger, bis sie auf diese reagieren und sie brauchen einfach mehr Eindrücke. Wenn jemand unterempfindlich ist, dann weint diese Person beispielsweise nicht, wenn sie hinfällt oder man fühlt es nicht so stark, wenn man angefasst wird. Man merkt nicht, wenn man dreckig ist oder dass man Hunger hat, dass man auf die Toilette muss. Es kann auch schwierig sein, sie an einem Gespräch teilhaben zu lassen, weil sich das Gespräch zu schnell entwickelt oder wenn die Personen teilnehmen möchten, dann ist das Gespräch schon an einem ganz anderen Punkt angekommen. Fester Druck soll auch eine beruhigende und eine organisierende Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben, indem Erregungszustände gesenkt werden und das führt zu positiven Gefühlsergebnissen. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Sprechen wir also über einen Behandlungsplan. Was ist das? Es ist ein Plan an sensorischen Aktivitäten, der an jede Person individuell angepasst ist. Diese Aktivitäten werden regelmäßig ausgeführt und finden immer so alle 1,5 Stunden statt. Wenn es also einen Übergang gibt oder eine Veränderung der Routine, dann kann man diese Aktionen durchführen, um die Anpassung zu vereinfachen. Aber es kann auch nach einem stressigen Ereignis angewendet werden, um Beruhigung zu fördern. Ich sage immer, dass es eher wie ein Menü angesehen werden soll, als wie ein Rezept. Also der Plan ist eher wie ein Werkzeugkasten.
man hat darin verschiedene Schraubenzieher und je nachdem muss man den richtigen verwenden. Heute ist eine Person zum Beispiel freut sich eine Person über diese Gelenkkompression oder sie möchte lieber spazieren gehen und am nächsten Tag braucht sie eine andere Aktivität. Es geht also darum, eine Art Sammlung zu haben von verschiedenen Möglichkeiten und Aktivitäten und dann immer die richtige daraus zu wählen. Der Behandlungsplan ist immer sehr individuell. Das heißt nicht unbedingt, dass er praktisch ist. Man muss die Strategien, wenn man das Haus verlässt, mitnehmen. Wenn jemand einen Wutausbruch hat, zum Beispiel in einer neuen Umgebung. Das ist vielleicht nicht praktisch, aber es hilft. Es hilft bei den Gefühlen und auch dabei, in mehr Umgebungen teilhaben zu können. Für mich ist das besonders wichtig. Ein Sinneseindruck darf nie als eine Belohnung oder als eine Bestrafung eingesetzt werden. Bei Verhaltensplänen im Schulsystem sehen wir das vor allem in den USA häufig. Auf die Schaukel zu gehen, wird als eine Belohnung angesehen, zum Beispiel, wenn man in der Pause schaukeln darf. Aber wenn jemand eine Störung der Sinnesverarbeitung hat, dann muss die Person so oder so schaukeln gehen, um sich selbst auszubalancieren. Also darf es nicht als Bestrafung genutzt werden. Es gibt verschiedene Arten an sensorischen Aktivitäten, die stimulierend, organisierend oder beruhigend sein können. Die Stimulierenden sind besonders gut für Personen, die unterempfindlich sind und mehr Eindrücke brauchen. Zum Beispiel etwas Knuspriges essen oder eine Duschen zu gehen oder auf einem Therapieball zu sitzen oder zu schaukeln. Das sind alles stimulierende Ereignisse und Aktivitäten. Es gibt aber auch die Organisierenden. Diese helfen bei der Reaktionsfähigkeit, damit eine Person aufmerksamer ist. Zum Beispiel etwas zähes Essen oder die Muskeln stark beanspruchen oder auch Vibration gehört zu dieser Art an Aktivität. Außerdem gibt es noch beruhigende Aktivitäten. Diese helfen, wenn es gerade zu viele Eindrücke gibt. Dazu gehört zum Beispiel ein hartes Bonbon lutschen oder auch hier die Muskeln beanspruchen, schaukeln oder in einem Schaukelstuhl wackeln. Auch der stärkere Druck oder Massagen können dabei helfen. Auch darüber sprechen wir noch. Gewichtsdecken zum Beispiel können helfen oder mit etwas spielen, eine Klangmaschine. Aber das kommt immer auf die Person an. Das, was eine Person beruhigt, kann eine andere stimulieren. Man kann in einem Bereich überempfindlich und in einem anderen unterempfindlich sein. Und deshalb hilft es, wenn man einen Beschäftigungstherapeuten hat, der einem dabei hilft, dies herauszufinden. Ich habe schon über die Fern- und die Nahsinne gesprochen, aber jetzt möchte ich über Behandlungsoptionen sprechen. Für die Sinne benötigt man Aktivitäten und das ist am besten in der Therapie. Aber wenn eine Person beispielsweise mit dem propriozeptiven Sinn ein Problem hat, dann sollte man stärker arbeiten, die Muskel nutzen und das hilft dabei, dass man ein besseres Gefühl für den eigenen Körper hat. Wenn diese Person aber gleichzeitig nicht gerne in die Turnhalle geht, weil dort viele Menschen sind, weil es zum Beispiel beim Spiel einen Schiedsrichter gibt, der pfeift und es laut ist, dann kann man eine Anpassung der Umgebung durchführen und zum Beispiel Kopfhörer aufsetzen. Also für die Fernsinne, den Sehsinn, den Tast, den Geruch, den Hören, den Geschmackssinn nutzen, sollte man eher eine Art Anpassung oder Hilfsmittel nutzen und für die Nahsinne eher eine sensorische Aktivität.
Zunächst sollte man sich auf die Nahsinne konzentrieren, bevor man sich auf die Fernsinne konzentriert. Das ist in der Schule, vor allem in den USA, schwierig, weil es nicht genügend Zeit gibt, um sensorische Aktivitäten durchzuführen. Und es ist viel einfacher, eine Anpassung der Umgebung durchzuführen. Also ist es wichtig, dass man auch eine ambulante Behandlung, die nicht in der Schule stattfindet, durchführt. Ich habe hier auch ein paar Beispiele für Anpassungen der Umgebung. Wenn es um den Sehsinn geht, dann gibt es zum Beispiel eine Sonnenbrille oder man nutzt eher ein schwächeres Licht oder man baut zum Beispiel eine Schutzwand auf fürs Lernen oder man setzt die Person an die Wand, damit sie nicht so leicht abgelenkt ist von den Dingen, die um sie herum passieren. Wenn es um den Hörsinn geht, dann kann man Kopfhörer aufsetzen. Entweder nur um andere Geräusche auszublenden oder mit ruhiger Musik. Wenn man zum Beispiel nicht mag, dass die Hände dreckig werden, dann kann man Handschuhe anziehen. Oder wenn sich die Naht in den Socken komisch anfühlt oder ein Etikett in der Kleidung, dann kann man das entfernen. Wenn es was mit dem Geschmackssinn zu tun hat, dann möchten Sie vielleicht lieber etwas Fades oder etwas Scharfes essen. Oder etwas Zähes oder etwas Hartes, aber das ist individuell. Wenn es um den Geruchssinn geht, dann können Sie ausprobieren, einen Luftreiniger einzusetzen, damit es eben weniger riecht. Aber manche mögen Gerüche. Und da hilft es dann zum Beispiel, Aromatherapie einzusetzen. Die sensorischen Aktivitäten, dabei möchte ich mich auf den propriozeptiven Sinn konzentrieren. Dabei geht es um die Muskeln und um die Gelenke. Das ist eine meiner ersten Strategien, die ich immer ausprobiere. Menschen mit Down-Syndrom tendieren dazu, einen schwächeren Muskeltonus zu haben. Das bedeutet, dass der Sinneseindruck anders ist, als wenn man kein Down-Syndrom hat. Und deshalb brauchen sie manchmal einen größeren Sinneseindruck. Dieser stärkere Druck hat einen beruhigenden Effekt auf unser zentrales Nervensystem. Wir sind weniger stimuliert und das kann uns zu positiven Ergebnissen führen, was die Gefühle angeht. Zum Beispiel, als sich sehr viel verändert hat, keine Schule mehr war wegen Corona weniger Aktivitäten oder physische Aktivitäten und das verändert auch das Verhalten. Propriozeptive Aktivitäten können, je nachdem, was eine Person braucht, also beruhigend sein oder organisierend. Auch Haushaltsaufgaben können eine tolle Aufgabe sein, wenn man zum Beispiel die Wäsche macht oder wischt oder staubsaugt, wenn man die Fenster putzt. Bei all diesen Aufgaben benutzt man seine Muskeln und das ist eine natürliche propriozeptive Aufgabe. Beim Sport schüttet der Körper Endorphine aus. Darüber wird viel gesprochen. Aber diese Aktivitäten gleichen unsere Wippe auch aus. Und deswegen fühlen wir uns so gut, nachdem wir Sport gemacht haben. But what's great about this is that no equipment is needed and you just need your two hands. And if that person really likes joint compression, das Schöne an Gelenkkompression ist, dass man keine Hilfsmittel benötigt, sondern nur seine Hände. Und wenn die Person das wirklich sehr mag, dann kann man ihm beibringen, wie man Push-ups an den Wänden macht. Und dies hilft beim propriozeptiven Sinn sehr. Wir können Gewichtsobjekte benutzen, wie zum Beispiel eine Gewichtsdecke, Bewegungen einfügen, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, all dies sind sehr gute propriozeptive Strategien, die helfen können.
Also hier sehen Sie unsere Online-Bibliothek. Sie werden den Link dafür bekommen. Wir haben ein Handout über propriozeptiven Input und was er bedeutet, was man machen kann im Alltag. Noch einmal, dies bezieht sich auf bestimmte Altersgruppen. Wir haben auch eine Übersicht über Gelenkkompression. Hier können Sie auf den Bildern sehen, welche verschiedenen Gelenkkompressionsarten man machen kann. Den Unterkörper muss man meistens nicht behandeln. Das reicht, wenn man zu Fuß geht. Und außerdem gibt es Hilfsmittel, die Sie kaufen können. Die sind meistens sehr teuer und wir geben Ihnen eine Übersicht von Hilfsmitteln, die vielleicht etwas günstiger sind. Und Sie haben zwar nicht alle Shops, von denen Sie aussuchen können, aber vielleicht hilft Ihnen das ja. Ich möchte hier etwas Wichtiges über Gewichtsprodukte, vor allem Gewichtsdecken, sagen. Es wird empfohlen, dass Gewichtsobjekte 7-10% des Körpergewichts der Person wiegen, nicht mehr. Weniger ist in Ordnung. Hier in den USA wird viel geworben für schwerere Gewichtsobjekte, wie Sie hier sehen. Hier steht, dass eine solche Decke 14-26% des Körpergewichts der Person wiegt. Wenn Sie so etwas sehen, folgen Sie nicht diesen Empfehlungen. Ich würde Ihnen außerdem nicht empfehlen, unter einer solchen Decke zu schlafen, auch wenn gesagt wird, dass man das machen kann. Das hat vor allem damit zu tun, wenn Menschen Asthma oder Schlafapnoe haben. Und das kann großen Einfluss darauf haben. Aber eine solche Decke kann als ein schönes Ritual vor dem Zu-Bett-Gehen dienen, wirklich beruhigen. Und es ist sehr wichtig, dass Sie solche Objekte unter Aufsicht verwenden. Außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass Sie solche Strategien nicht für mehr als 20 Minuten pro Einheit nutzen. Stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie eine Lesebrille haben und sie dann auf den Kopf packen, dann fragen Sie sich nach einer Stunde, wo ist meine Brille, weil Ihr Körper vergessen hat, dass Ihre Brille dort ist, denn es ist keine Gefahr, kein Gefahrenobjekt. Wenn wir uns also wohl mit etwas fühlen, dann merken wir nicht, dass es da ist. Also es ist wirklich nicht effektiv, unter einer solchen Decke zu schlafen, denn dann verliert sie ihren Effekt. Ich möchte jetzt ganz schnell einige Fallbeispiele vorstellen für solche Strategien, die wir hier in der Klinik nutzen. Also es gibt zum Beispiel einen 24 Jahre alten Patienten, der Angst vor dem Blutabnehmen hat. Wir müssen Strategien anwenden, um seine Angst zu verringern. Man kann propriozeptive Anreize nutzen, bevor er zum Blutabnehmen geht, um ihn zu beruhigen, zum Beispiel Gelenkkompressionen. Wir können ihn umarmen oder eine solche Gewichtsdecke beim Blutabnehmen nutzen. Dies sind sensorische Aktivitäten. Wir können auch Desensibilisierungsstrategien einfügen, um die Toleranz beim Blutabnehmen zu erhöhen. Aber die sensorischen Aktivitäten können den Körper vielleicht etwas besser darauf vorbereiten, um die Wippe auszubalancieren. Unser Körper ist dann also offen für diese Desensibilisierungsstrategien. Dies kann sehr hilfreich sein. Es ist auch hilfreich, die Person vorzubereiten, zu sagen, was beim Blutabnehmen passiert, die jeweiligen Schritte vorstellt und dann, dass man dann sagt, okay, danach holen wir uns einen Burger nach dem Blutabnehmen. Es gibt verschiedene Strategien und diese helfen der Person dabei, sich zu beruhigen. Was ist mit der 8-Jährigen, die sich beim Aufräumen ihrer Stofftiere verliert und den Bus zur Schule verpasst? Ihre Stofftiere müssen alle an dem richtigen Ort sitzen. Und
dann ist sie zu spät zur Schule gekommen. In solchen Fällen kann man zum Beispiel verschiedene Strategien anwenden. Zum Beispiel nach dem Aufstehen kann man sie Push-ups an der Wand machen lassen. Dann fühlt sich der Körper vielleicht reguliert genug, damit sie weitermachen kann. Man kann visuelle Pläne aufstellen, damit man ihr zeigen kann, was sie machen soll, die Push-ups. Dann soll sie frühstücken. Und wenn sie das gemacht hat, dann geht der Tag weiter. Man kann ihr auch vorschreiben, wie viele Stofftiere sie auf ihrem Bett haben. Darf zum Beispiel nur 4 und dann muss sie zur Schule. Also solche Strategien helfen ihr bei ihrer Morgen. Der vor allem beim Abendessen sehr unruhig wird und die Familie kann nicht mehr ins Restaurant gehen oder sich zusammenfinden. Hier, im Gegensatz zu den sensorischen Aktivitäten, kann man hier Umgebungsanpassungen vornehmen, die einen Einfluss auf das Hirn haben können und die Sinnesverarbeitung beeinflussen. Man kann zum Beispiel das Licht anmachen oder das Licht dimmen. Man kann beruhigende Musik anstellen. Wenn es einen Spiegel in dem Raum gibt, dann kann man diese überdecken, weil sie dann denken, dass das vielleicht eine fremde Person ist, die da vor ihr steht. Man kann beruhigende Gerüche wie Lavendel auftragen. Man kann ihr Lieblingsessen kochen lassen. Also, hier sehen Sie die Hauptpunkte der heutigen Präsentation. Die Störung der Sinnesverarbeitung bedeutet nicht, dass eine Person autistisch ist. Propriozeptive Ansätze können allen Menschen helfen. Also nutzen Sie physische Übungen im Alltag. Nutzen Sie propriozeptive Anreize, um stressige Situationen auszugleichen. Und wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Beschäftigungstherapeuten. Wie ich bereits gesagt habe, haben wir eine Online-Bibliothek bei uns im Zentrum. Diese ist gratis und frei zugänglich. Darin Links von anderen Quellen und Organisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie werden später diese Präsentation erhalten und dann können Sie darauf klicken. Es gibt eine Suchfunktion, in der Sie verschiedene Quellen nachschauen können. Und wir haben auch Quellen, die spezifisch für Menschen mit Down-Syndrom dafür geeignet sind. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Dort können Sie uns auch finden. Wir posten einmal am Tag über verschiedene Informationen über Veranstaltungen zum Beispiel. Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen. Wir versenden 1 bis 2 E-Mails im Monat über die Aktivitäten in unserem Zentrum. Dies sind nur einige der Artikel, die ich heute genannt habe, aber das hier sind meine persönlichen Kontaktinformationen. Sie können mich gerne direkt kontaktieren, vor allem, falls wir nicht alle Fragen beantworten können heute. Ich bin jetzt fertig. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Katie. Es war sehr interessant. Es tut mir leid, ich hatte technische Probleme am Anfang. Aber ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Ja, ich kann Sie hören. Es ist alles in Ordnung. Super. Also wir haben jetzt einige Fragen hier. Vielleicht kann UC, vielleicht können Sie die Fragen auch aufrufen. Wir sehen, dass es hier eine Frage von einer Person gibt. Ich würde vorschlagen, dass wir mit Elisabeths Frage anfangen. Und dann weiter bei Carrie Rogers. Können wir mit Elisabeth anfangen? Ja. Also die Frage ist, you work with Down syndrome.
But sie arbeiten mit Menschen mit Down-Syndrom. Aber sie denken nicht, for most persons with intellectual disability. Absolutely. Dass die Störung der Sinnesverarbeitungsstrategien mit Strategien für Menschen mit Einschränkungen neurotypical people as well as people with any kind of intellectual or developmental disability. Absolutely. Ja, ich denke, dass das wirklich so ist. Okay. Maybe we go to the next question from the Rima Kriboche. Machen wir weiter mit der Frage von Rima. Wie reagiert man in Fällen der... Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Noch einmal bitte. Wie reagiert man im Fall von Masturbation? Ich würde das nicht unbedingt als eine Problematik der Sinnesverarbeitung behandeln. Beziehungen sind ein Thema, das wir auch sehr häufig behandeln. Nur weil es wahrscheinlich auch noch sehr viele andere Fragen gibt, würde ich das gerne an den Schluss schieben, weil es nicht unbedingt mit der Sinnesverarbeitung zusammenhängt. Aber wenn wir am Schluss noch Zeit haben, dann würde ich es gerne beantworten. Question. Sure. What is the difference between person with Down syndrome with autism? What is the difference between a person with Down syndrome? Was ist der Unterschied zwischen einer Person mit Down syndrom und Autismus, die auch eine Störung der Sinnesverarbeitung hat, als Teil des Autismus, und einer Person mit Down syndrom und einer Störung der Sinnesverarbeitung, aber ohne Autismus? Wie schließt man Autismus aus? Normalerweise diagnostiziert man Autismus, indem man mit einem größeren Team zusammenarbeitet, die sich alle Aspekte ansehen. Es gibt Kriterien, um zu unterscheiden zwischen der Sinnesverarbeitungsstörung und auch wenn man nur Down-Syndrom hat, und es gibt einen Unterschied zu der Diagnose mit Autismus. High social skills that someone with just Down-Syndrom. Jemand mit Autismus und Down-Syndrom hat nicht dieselbe Fähigkeit, wenn es um Kommunikation und Soziales geht. Sie schauen beispielsweise nicht gerne anderen Leuten in die Augen, sie sprechen nicht so gerne, die Kommunikation ist reduziert. Or grabbing things or pointing. Wenn eine Person zum Beispiel nicht spricht, dann wird dennoch kommuniziert, wenn es nur um Down-Syndrom geht. Sensory processing deficits and not have autism. Man kann eine Störung der Sinnesverarbeitung haben, aber nicht Autismus. Und das ist wirklich schwierig zu sagen. Man muss als Arzt oder als Therapeut sich sehr gut mit Down-Syndrom auskennen, um die Symptome zu unterscheiden und zu unterscheiden, was zum Down-Syndrom gehört und was zu Autismus. Es ist sehr schwierig zu sagen. Es gibt viele Aspekte, die man beachten muss. Aber vor allem die Kommunikation ist ein ausschlaggebender Faktor. Can you please address the overlay of the dementia process? Können wir über die Überschneidung sprechen bei einer sensory processing life story would be beneficial. Person mit Demenz und einer Störung der Sinnesverarbeitung. Es hilft wahrscheinlich, wenn man hier eine Art Wissensstand hat über das gesamte Leben und nicht nur im späteren Stadium. Gibt es hierfür irgendwelche Möglichkeiten, dies anzugehen, vor allem als Familie? Ja, die Störung der Sinnesverarbeitung, das bezieht sich auf das ganze Leben. Aber man muss verstehen, dass sich die Sinnesverarbeitung auch im Laufe des Lebens verändern kann. Manchmal wird es schlechter, manchmal wird es besser. Manchmal verändert sich unsere Sinnesverarbeitung auch. Bei Demenz kann es also sein, dass die Person Defizite entwickelt, die zuvor nicht bestanden. Und das liegt daran, dass das Gehirn sich noch viel schwerer tut, etwas zu verarbeiten und Eindrücke zu verstehen. Wenn man also weiß, wie es früher im Leben war, dann
hilft das zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch hilft, wenn man dann Demenz entwickelt, weil sich durch die Demenz sehr viel verändern kann. In den USA gibt es einige Kriterien, die verwendet werden, um diese Störungen zu untersuchen. Und ich würde vorschlagen, dass Sie mir eine E-Mail schreiben und ich leite Ihnen dann Ressourcen weiter. Aber vieles davon sind Fragebögen. Yes, thank you very much. Should we go to the just one question or one ask for you, Katie? Please, could you come back to the references in your presentation? Eine Person hat gefragt, ob wir noch einmal auf die Quellen zurückgehen könnten. Genau, vielen Dank. Let's go to the next one from Jenny Tamisto. Die nächste Frage ist von Jenny Tamisto. Hallo, was kann man tun, wenn... So it says, what do you do when your the day or job place does not care of this? Wenn die Umgebung nicht funktioniert, wenn diese Tipps nicht unbedingt funktionieren. Also für viele Menschen helfen diese Tipps und Strategien auch in der, wenn wir arbeiten, dann nutzen wir solche Strategien, um reguliert zu bleiben, um ausgeglichen zu sein. Vor allem, wenn man müde wird, dann steht man auf und geht spazieren, man trinkt einen Schluck Wasser oder einen Kaffee. Und eine Person mit Down-Syndrom sollte dieselben Strategien ebenso nutzen können. Alle Menschen mit Lernschwierigkeiten sind vor allem in der Schule und in der Arbeit besonders unter Beobachtung. Sie können also nichts tun, ohne beobachtet zu werden, und es sollte eigentlich möglich sein für Sie, eine kurze Pause zu machen und diese Strategien umzusetzen. Und je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, ist es sehr einfach, das umzusetzen. In einem Supermarkt zum Beispiel, dann schickt man die Person nach draußen, um vielleicht die Einkaufswägen wieder zurückzubringen, oder man schickt sie ins Lager. Man muss nur Aufgaben finden, die Sie erledigen können, bei denen Sie gleichzeitig eine sensorische Aktivität durchführen können. Vielleicht könnten wir jetzt auf die mehreren Fragen eingehen, die von Carrie stammen. Insist on wearing or at least carrying the same clothing like pajamas all the time. Können Sie etwas darüber sagen, was passiert, woran es liegt oder was passiert, wenn eine Person plötzlich darauf besteht, eine bestimmte Kleidung immer zu tragen oder immer mit sich zu bringen? Ja, das passiert, dass eine Person plötzlich immer dasselbe tragen möchte. Vielleicht ist es einfach bequem oder es ist ein Teil der Routine. Wir schlagen dann vor, dass genau diese Hose einfach mehrfach gekauft sagen, dass dieses Outfit nur für Montag und Mittwoch ist, aber an anderen Tagen muss man etwas anderes anziehen. Ja, das passiert tatsächlich oft. Es ist eine Kombination aus Verhalten und Sinnesverarbeitung. Die nächste Frage ist, wie wir Zähneknirschen umlenken können. Das ist auch ein propriozeptiver Eindruck. Wir sollten uns ansehen, was die Person isst. Vielleicht isst sie nicht genug zähe Sachen, damit dass die Person ihren Mund mehr bewegen muss. Und vielleicht trinkt die Person aus einem Strohhalm. Oder man kann eine Massage ausprobieren und das kann auch helfen. Manche Menschen setzen auch gerne Gegenstände ein, aber das ist nicht unbedingt immer gut, vor allem, wenn man älter wird. Ein Teil der Frage ist auch, ob wir das Essen neu beibringen können, dass sich eine Person nicht so viel Essen in den Mund stopft, dass sie sich verschluckt. Ja, das können wir, indem wir weniger Essen auf dem Teller anbieten.
wondering about their chewing, perhaps if they're not good at. Stell mir auch die Frage, wie gut diese Person vielleicht kauen kann. Vielleicht sollte man daran arbeiten. Vielleicht geht es gar nicht darum, wie viel Essen es ist, sondern dass sie nicht genügend kauen, bevor sie schlucken. Aber auch mit einem Sprachtherapeuten kann man zum Beispiel da an diesem Problem arbeiten. Soll ich weitermachen mit Carries Fragen? Ja, ich habe nur ein paar aus der Frage-Antwort-Rubrik aufgeräumt. Wie können wir Familien helfen mit einer Person mit Down-Syndrom in der Familie, mit einer schweren Lernschwierigkeit und einer Person, die nicht in der Lage ist, zu kommunizieren? Ich glaube, dass jeder auf eine gewisse Art kommunizieren kann. Vielleicht gibt es ein Gerät, es gibt Apps, es gibt ganz viele Bilder, auf die man zeigen kann. Man kann mehrere Möglichkeiten zur Auswahl geben und nur durch Zeigen eine Auswahl erlauben. Also Kommunikation ist auf jeden Fall möglich, auch wenn eine Person zum Beispiel nicht sprechen kann. Syndrome regression disorder and catatonia who show no desire to engage in anything with anyone? That's a wonderful question. Wie arbeiten wir an der Sinnesverarbeitung mit Personen, die kein Interesse zeigen, teilzunehmen? Vielleicht gibt diese Person nicht unbedingt das Feedback, dass es der Person selbst gefällt, aber man kann trotzdem zum Beispiel eine Gewichtsdecke auf jemanden legen. Und wir müssen auch darauf achten, dass es keine medizinischen Ursachen gibt für die Probleme, für die Sinnesverarbeitung. Vielleicht kann man auch so an den Punkt kommen, dass diese Eindrücke verarbeitet werden können. Aber man sollte niemanden dazu zwingen und zu stark Eindrücke anbieten, wenn sie nicht dazu bereit sind. Was hilft bei propriozeptivem Eindruck? Ich glaube, ich habe darüber schon gesprochen, wenn man zu viel Essen gleichzeitig in den Mund nimmt, dann sollte man andere Eindrücke anbieten, zum Beispiel vorher massieren oder Vibration anwenden. Also eher stimulierende Eindrücke im Mundbereich, damit dann dort mehr Gefühl dafür besteht, dass bereits Essen im Mund ist. Jetzt ist noch eine Frage von Camilla. Vielen Dank. Verändern sich die Defizite in der Sinnesverarbeitung im Laufe der Zeit? Wird es schlimmer im Alter oder besser? Und kann man das beeinflussen? Ja, sie verändern sich auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Ich habe, glaube ich, keine Orange gegessen in den letzten 25 Jahren. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich es ausprobieren würde. Aber diese Sinneseindrücke können sich verändern. Zum Beispiel, wenn es um Kleidung geht, um Stoffe, dann irgendwann kann man, wenn man es immer wieder ausprobiert, sich auch daran gewöhnen. Oder eine Person ist zum Beispiel jetzt in der Lage, ihren Körper so auszugleichen, dass manche Sachen nicht mehr ganz so schwierig, so große Auswirkungen auf sie haben. Ja, diese Störungen können sich auch verschlimmern, aber sie können definitiv besser werden. Ja, thank you. Okay, maybe we could go to a question from Urban. Vielleicht beantworten jetzt die Frage von oben. Was ist der Unterschied zwischen dem Ziel dieser zwei verschiedenen Therapien? Also Sprachtherapie und wenn es auch um Alzheimer geht. Manche Sprachtherapeuten konzentrieren sich tatsächlich nur auf die gesprochene Sprache. Und genauso wie bei der Beschäftigungstherapie gibt es verschiedene Arten. Manche kümmern sich mehr um die Sinnesverarbeitung, andere eher um die Fähigkeiten in der Schule teilzunehmen. Aber in vielen Umgebungen kann ein Sprachtherapeut auch dabei helfen, wenn es eben um das Essen geht.
Man sieht sich dabei die Motorik im Mundbereich an. Also was machen die Muskeln? Aber ein Beschäftigungstherapeut zum Beispiel, der beschäftigt sich eher damit, kann die Person sich das Essen selbst essen oder was ist der Sinneseindruck, der dabei stört. Oft gibt es eine Überschneidung und oft gibt es auch einen Sprachtherapeuten und einen Beschäftigungstherapeuten, die gemeinsam an diesem Problem arbeiten. Und bei Alzheimer ist es oft so, dass es oft zu Verschlucken kommt. Daran muss man zum Beispiel arbeiten. Das könnte auch eher der Sprachtherapeut tun. Aber wenn es eher darum geht, selbstständig zu essen oder darum, wie das Essen quasi präsentiert wird, dann ist es so, es ist eigentlich so, als würde die Sichtweite immer geringer werden. Well, the food is blending into the plate, and so then they may not be feeding themselves because of that, because they can't differentiate where the food is. Manchmal können Menschen mit Demenz auch gar nicht mehr wirklich unterscheiden, was ist der Teller und was ist das Essen. Deswegen essen sie vielleicht auch weniger. Aber je nachdem, an was man arbeiten möchte, kann man den richtigen Therapeuten wählen. Es gibt noch eine Frage. Ich versuche sie mal zu übersetzen. I could translate. We have now several questions, but I could see. Wir haben noch andere Fragen. And just I would like to maybe that we have a question like Brahmos for everybody. Did you have some situation that some person? Kennen Sie eine Situation, bei der eine Person mit Down-Syndrom, vor allem ein Kind, das Problem hatte, Wasser zu trinken oder Saft zu trinken, die es einfach nicht mögen zu trinken, aber bestimmte andere Lebensmittel schon? Haben Sie mit so jemandem schon gearbeitet? Ja, jeder kann verschiedene Präferenzen haben, wenn es um Flüssigkeiten geht oder um Essen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht um die Konsistenz geht, wenn zum Beispiel Milch funktioniert, aber Wasser nicht, weil es dann vielleicht flüssiger oder fester ist, je nachdem. Aber bei der Beschäftigungstherapie kann man auch daran arbeiten, verschiedene Flüssigkeiten anzubieten. Und irgendetwas wollte ich noch sagen. Vielleicht liegt es auch daran, wie man die Flüssigkeit anbietet, zum Beispiel in einem offenen Glas oder mit einem Strohhalm oder mit Deckel. Vielleicht sollte man zunächst ausprobieren, ob die verschiedenen Gläser oder Tassen funktionieren. Thank you very much. I don't know, maybe Fulya, you could help us with this. Fulya, vielleicht kannst du uns bei Türkisch helfen. Aber ich habe jetzt die Übersetzung für Französisch. Was kann man tun, wenn eine Person mit Down-Syndrom but doesn't want to touch their skin. Eine Salbe benutzen muss, weil sie ein Hautproblem hat, aber ihre Haut nicht gerne berührt. Ja, viele Menschen mit Down-Syndrom haben sehr trockene Haut und müssen deshalb Creme benutzen. Und sehr viele von ihnen hassen das. Es gibt Alternativen dazu, vielleicht kann man das so sagen. Wir haben eine Ressource, man kann zum Beispiel ein Spray verwenden. And, you know, or there's different, you know, just the consistency. Vielleicht liegt es auch an der Konsistenz. Oder man könnte auch eine Belohnung nutzen. Vielleicht kann man ihnen etwas im Gegenzug anbieten, eine Belohnung, weil es etwas Wichtiges ist. Das ist ein medizinisches Produkt, das sie verwenden müssen. Und deshalb sollte man hier eine Lösung finden. Vielleicht kann man ihnen die Verantwortung geben, dass sie es vielleicht zwar nicht anfassen müssen, oder man nutzt Vibrationen in dem Bereich, wo man die Creme auftragen muss, weil die Haut dann bereits stimuliert ist. Und das ist
so aktiviert, dass sie vielleicht die Creme gar nicht mehr spüren. Es ist also eher eine positive Reaktion, weil die Vibrationen gut sind und man spürt vielleicht die Creme nicht als negativ. Vielleicht beantworten wir noch eine Frage. Es ist schon sehr spät. Es gibt schon ein paar sehr spezifische Fragen. Ich glaube, wenn wir zu stark auf jede einzelne Person, die jetzt in den Kommentaren genannt wurde, eingehen, dann dauert das zu lang. Vielleicht sollten Sie Ihnen allen lieber eine E-Mail schreiben. Fulya, könntest du noch die Frage stellen, Fulya? Sie antwortet jetzt leider nicht. Okay. Dann möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, Dr. Katie Frank. Vielen Dank für dieses wunderbare Webinar. Ich möchte Sie alle noch mal darauf hinweisen, dass dieses Webinar auch auf der Facebook-Seite des Europäischen Down-Syndrom-Vereins verfügbar ist. Und es ist dort als Livestream und Sie können es aber auch jederzeit noch einmal anhören. Dr. Katie Frank said, also we will have in about one week or 10 days, we'll have in einer Woche oder in circa 10 Tagen wird das Video auch auf YouTube sein und zwar auch in den Verdolmetschungen, also nicht nur auf Englisch, sondern auch in den verschiedenen Sprachen, die es heute gab. Das finden Sie dann auf dem ETSA YouTube-Kanal. Dort finden Sie auch alle vorherigen Webinare, die Sie alle jederzeit noch einmal anhören können. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns immer eine E-Mail schreiben, die wir Ihnen schon am Anfang gezeigt haben. Also noch einmal herzlichen Dank an Dr. Katie Frank. Vielen Dank, dass Sie dieses tolle Thema vorgestellt haben, das ein wichtiges Problem ist, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ich hoffe, dass es Ihnen allen geholfen hat. Ich möchte mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, die hier waren. Wir freuen uns schon auf das nächste Webinar. Also noch einmal Entschuldigung für die Störung am Anfang. Aber wie immer hat jemand ein Problem gehabt am Anfang. Noch einmal herzlichen Dank. Noch einen schönen Tag an alle, schönen Abend und bis bald.